Für die zweite aufeinanderfolgende Saison kämpft Vincent Frederici um den Klassenerhalt. Vergangenes Jahr noch bei den ART Giants Düsseldorf, aktuell bei den VfL Sparkassen Stars Bochum. Und ausgerechnet an seinem 23. Geburtstag ist er das erste Mal seit seinem Wechsel wieder zurück in Düsseldorf. Seine Bochumer brauchen dringend einen Sieg nach zuletzt 4 Pleiten in Folge. In diesem Abstiegsduell erwischen die Bochumer den besseren Start. David Cohn mit diesem schweren Layup finisht er mit Kontakt. Guter Auftakt für den jungen Point Guard der Sparkassen Stars Bochum. Aber die Düsseldorfer legen auch gleich los. Finn Fleute mit seinem ersten Dreier und damit die ersten Zähler für die Düsseldorfer. Beide Mannschaften fackeln hier im ersten Viertel ein richtiges Offensivfeuerwerk ab. Zunächst Vincent Frederici für die Gäste und dann ist es wieder Finn Fleute, täuscht den Pass an und nimmt sich den Wurf stattdessen selber. Aber dazu hat er auch jedes Recht, weil im ersten Viertel läuft es bei ihm unfassbar gut. So gut wie wahrscheinlich noch nie in seiner Pro-A-Karriere. 18 Punkte für ihn allein in diesem ersten Viertel. Und wenn es von außen dann nicht mehr geht, dann einfach in der Zone hier der Offensiv-Rebound und dann das End-One durch Finn Fleute. Die Hausherren zum Ende dieses ersten Viertels mit einem 13:0 viertelübergreifenden Lauf. Jahi Carson kriegt den Wurf noch in der Zeit los. Am Ende heißt es plus 6 für die ART Giants nach dem ersten Viertel. Und sie machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben. Alex Möller hier mit dem Putback. 14 Punkte, die höchste Führung in dieser ersten Halbzeit. Aber auch die Bochumer kommen dann wieder besser ins Spiel. David Cohn wird hier von Jahi Carson beim Dreier gefoult. Dieser Dreier Teil eines 19:0 Laufs. Und die Bochumer sind dann wieder auf 2 Punkte dran, nachdem Vincent Frederici hier den nächsten Treffer von Downtown markiert. Und die Bochumer, die geben sich nicht auf, die Düsseldorfer immer noch gut in der Offensive, die Bochumer halten jetzt aber besser dagegen. Jonas Grof gibt den Ball nicht ab, sondern auch er macht selber in seinem zweiten Spiel nach seiner Rückkehr. Vor der Halbzeit haben die Düsseldorfer aber nochmal eine etwas bessere Phase. Alex Richardson hier mit dem Layup im Fastbreak, gut und vor allem schnell ausgespielt. Lars Kamps ist dann aber auf Bochumer Seiten, der mit diesem schwierigen Stepback-Dreier den Schlusspunkt in dieser ersten Halbzeit setzt. Die Bochumer somit nur noch mit minus 6 Punkten zurück zur Halbzeit. Und nach den ersten 20 Minuten nach der Halbzeitpause sieht es aus, als würde es genauso weitergehen. Emil Marschall gleich mal mit dem ersten Dreier in dieser zweiten Halbzeit. Die Düsseldorfer mit einem 8:0 Lauf, der dann spektakulär vollendet wird. CJ Anderson mit dem Dunk, das ein ums andere Mal an diesem Samstagabend. Die Zone auf beiden Seiten komplett frei. So immer wieder solche Punkte. Bei den Bochumern läuft dann aber Quinn Nelson heißt, trifft 3 Dreier mehr oder weniger in Folge. Nelson in diesem dritten Viertel, 11 von 14 Bochumer Punkte, unter anderem dieser Dreier, kommen von ihm. Beide Mannschaften verteidigen deutlich intensiver in diesem dritten Viertel. Zusammen machen die beiden Mannschaften nur 27 Punkte. Am Ende sind es plus 5 für die ART Giants nach 30 gespielten Minuten. Und Quinn Nelson ist vorhin heiß gelaufen. Jetzt ist es der nächste Dreierschütze der Bochumer, der hier Feuer fängt. Matt Strange verwandelt gleich 2 Dreier in Folge. Bochum ist wieder voll in dieser Partie und zunächst wieder bis auf einen Punkt dran. Die Bochumer verteidigen es in der Folge zwar von außen deutlich besser, dafür gibt es viel Platz in der Zone. Ray Clark wird gleich von 3 Leuten verteidigt. So gibt es den freien Dank für Alex Richardson, der dann in der nächsten Szene das Highlight des Spiels setzt. Spektakulärer Poster-Dank vom erst 20-jährigen Big Man, der Düsseldorfer, der vor der Saison einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Auf Seiten der Gäste übernimmt nun Ray Thornton die Nachverpflichtung. Nachdem er nachverpflichtet wurde, lief es deutlich besser. 5 Leute hier mit großen Problemen, ihn vor sich zu halten. Bochum ist hier voll in dieser Partie drin und kommt hier durch diesen Dreier von Quinn Nelson zum Ausgleich. Es ist der erste Ausgleich seit dem ersten Viertel. Die Düsseldorfer, die können sich auf ihren Mann des Abends verlassen. 5 Leute mit dem nächsten Dreier. Am Ende sind es 23 Punkte, 11 Rebounds für den jungen Big Man. Dein erster Double-Double in dieser Saison. Das Spiel ist aber noch lange nicht vorbei. Schwieriger Step-Back-Dreier von Matt Strange aus der Ecke. Und die Düsseldorfer in der Folge mit der Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Und tun das auch. CJ Anderson and one. Was für ein Layup in dieser Phase des Spiels. Hier zieht er das Foul gegen Ray Thornton und freut sich natürlich ungemein. Es könnte der zweite Sieg in Serie werden. Aber das letzte Wort haben möglicherweise die Bochumer. Vincent Frederici kriegt nochmal den Wurf, nachdem die Düsseldorfer
Düsseldorfer vorher nur einen von drei Freiwürfen getroffen haben. Am Ende passt er nicht und Düsseldorf gewinnt mit 87 zu 84. Die ART Giants entscheiden dieses wichtige Duell im Abstiegskampf für sich und damit ist auch der direkte Vergleich gesichert. Andaj Djepojesh und die Giganten bewahren also ihre weiße Weste gegen die Bochumer, für die es die fünfte Niederlage in Serie ist. Der Druck wächst also weiter auf Felix Banobre und seine Sparkassenstars.